So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Stranded Deep. Erstmal Lampe anmachen und dann gehen wir hier erstmal auf die Uhr gucken und dann gehen wir ein bisschen durch die Gegend. Die letzte Folge war schon wieder so lange. Eigentlich ist das so 15 Minuten eine Folge. Aber gut. Macht ja nichts, ne? Ich habe jetzt Urlaub. Oh. Ja, und nächste Woche schon Gamescom. Vielleicht werde ich sogar nach der Gamescom sehen. Es kann nämlich sein, dass ich da während der Gamescom nicht unbedingt so viele Videos hochlade. Mal gucken. Kommt drauf an, wie gut mein Handy Internet hat. Unterwegs. Muss ich die Videos halt vorher hochladen. So, es ist schön viele Rocks, ist immer gut. So, ich werde jetzt eh die Hälfte übersehen. Ich meine, es ist Nacht und ich bin blind, also wahrscheinlich sogar deutlich mehr. Potato. Sehr schön, da ist noch ein Stone. Lash, die brauchen wir auf jeden Fall wieder. Ich weiß noch, früher sind die Yucca-Palmen immer so in Sekunden nachgewachsen. Das wird, glaube ich, jetzt nicht mehr passieren. Das wurde, glaube ich, rausgepatcht. Aber dafür gibt es ja, glaube ich, auch mehr als zwei pro Insel, weil auf der letzten Insel waren ja mehr. Sind da irgendwo eine Yucca-Palme? Oder ein Stein oder so? Also ein aufhebbarer Stein. Sieht fast nicht so aus. Aber er könnte auch nur nicht so aussehen, weil es dunkel ist. Das kann ja schon mal wieder hell werden jetzt irgendwie. Also wäre ich so für. Da war doch eine Yucca-Palme auf so einem Stein. Oder war das auf der anderen Insel? Ne, da ist es doch. Ach, die hatte ich gerade eben schon. Okay. Okay. Hab ich's nur vergessen. Guck an. Hab ich den Lock vergessen, weil ich mich gerade eben noch gewundert hatte, so im Stillen. Wow. Danke, Spiel. Das war das der einzige Weg, ist noch ein bisschen dunkler werden zu lassen. Alter, ist das laut. Ja, geht nicht, okay. Alter, ist das laut. Ich verliere wieder Leben. Scheiße. Lol. Okay, wieder volles Leben. Durch zwei Krabben, die wir gesnackt haben. Egal jetzt, wir müssen jetzt mal ein bisschen Holz haben. Und dafür müssen wir richtig Palmen fällen. Also ne, wir brauchen noch erstmal brauchen wir uns eine Axt, damit ich meine Machete nicht verschwende. Lashings? Da. Aber ich bin nicht dumm. Na komm, nehmen wir gleich die hier. Aber wir können ja keine anderen Bäume abbauen. Wir können ja nur Palmen abbauen mit dem Ding. Ist ja logisch. Ist dann, wie gesagt, ist auch wieder eine Palme. Die ist aus Palmenstein. Und da kann man nur Palmen abbauen. Schon am Anfang drauf zu hauen, wer das hier noch fällt, ist immer gut. Warum haben wir keine Kettensäge gefunden? So, wieder in die Loks zerkleinern. Wenn ich überlege, dass wir für eine Wand 8 Sticks brauchen, dann werden wir noch ein bisschen hier farmen müssen, glaube ich. Egal, wir bauen jetzt mal die Palme hier ab und danach gucken wir uns mal die ganzen Wracks an, wenn das hier mal aufhört zu regnen, weil ich will dafür so viel Licht wie es geht haben, weil ich möchte nicht von Wilfried überrascht werden. Willi der Hai. Ja, Staffel 2 mit Hai, die erste Folge. Hm.
Es ist angenehm, eine 50K-Leitung zu haben. Und wenn ich darüber nachdenke, wie ich früher nur mit Hochladen arbeiten musste, dann muss ich das nachts machen und keine Ahnung, richtig ätzend. Und jetzt einfach angemacht, 20 Minuten oben. Und das sind ja 1080p-Video, früher waren es 720p. Aber gut. Lol, voll explodiert. Ja, die Hintergrundmusik ist ja schön, aber ich kann sie gar nicht richtig hören. Lol, wie sieht das denn aus? Ja, das ist ein Lock. Definitiv. Da ist kein bisschen Holz mehr dran, aber ist ein Lock. Weil die eigentlich auch noch liegen lassen können. Kann ich das auch noch abhacken? Ja. Ja, ist wie gesagt leider zu viel Regen, sonst würde ich jetzt gerne weitermachen. Aber so ist mir das zu gefährlich. Aber gut, gefahren werden muss auch. Deswegen farmen wir ein kleines bisschen. Aber nach dem beim Baum reicht es erstmal. Dann wird erstmal gebaut. Sehr gut. Was zu trinken haben wir auch noch. Na komm. Und loggen. Ich logge ihn ein. Ich habe nie wirklich verstanden, warum man diesen Lockholder hat. Ich meine, klar, Locks sind ja quasi... Ein Lock ist ja quasi vier Sticks. Ah, es ist sehr schön. Boah, ist das hell. Ich mach das Game auch gleich lauter, bevor ihr was in die Kommentare schreibt. So, da wollte ich mal gucken. Beziehungsweise hier sind ganz viele Dinge, die ich nochmal angucken möchte. Da ist irgendwie nix. Doch. Haben wir schon. Ich bin mal gespannt, ob und wann Stranded Deep mal einen Multiplayer bekommt. Ich meine, das Spiel ist mittlerweile ja schon ein halbes Jahr oder so in der Early Access. Oder sogar länger schon. Und da kann man ja langsam mal vielleicht was erwarten. Ich meine, es läuft ja aber... Also, anständig. Nicht perfekt, aber es läuft anständig. Sowohl die Engine als auch die Mechaniken. Vielleicht gibt es noch ein bisschen wenig Crafting-Rezepte, aber das wird wie bei Minecraft halt auch kommen mit der Zeit, denke ich mal. Nice. Binoculars. Die sind bestimmt gut. Kann ich mir da hinten die Insel mit angucken? Wow, wie unnötig sind die denn, Alter? Na egal. Immer nicht meckern. Immerhin gab es die gratis. Nee, ja, leider festhängen, das ergibt total Sinn. Wieder runter. Okay, wir haben einen Tank und eine Füllung für den Tank. Schön. Also jetzt nehme ich gerade alles mit, weil ich meine, warum nicht? Können wir alles hier außen lagern, ne? Weil da war noch was, meine ich. Er hat da noch was gesehen irgendwo. Die Frage ist nur, wo. War das, da waren wir schon drin, ne? Das ist auf der Seite liegende Ding, ja genau. Ne, vielleicht dann doch nicht. Doch, da hinten. Siehst du, da war noch was. Ich schwimme jetzt so raus, mach ich die Fähre nochmal. Ah komm, scheiß drauf. Ist ja auch gar nicht so weit draußen. Nice, Duct Tape, sehr schön. Jetzt können wir uns verbinden. Und jetzt brauche ich noch Cloths dafür. Wie macht man dann Cloths? Mit Bandage? Mit den Racks oder was? Warte mal, ist da vorne ist wieder das alte Ding, ne? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Nee, ist das nicht. Doch, ist das. Mit den Cloths kann ich mir ja... Also mit Cloths und Duct Tape könnte ich mir Dings bauen, Bandagen. Deswegen werde ich jetzt mal da hinpacken. Die Frage ist, wie baue ich Cloths?
an die andere Frage ist, wie viel Leben haben wir noch? Zwei. Immer noch Hunger, ja. Jetzt nicht mehr, sehr gut. So, egal, wir brauchen jetzt erstmal, genau, ein Campfire. Das bauen wir hier hin. Aus dem Campfire bauen wir erstmal ein Fire Pit. War das 5 oder 6? Lass uns hier treffen. 5 waren es nicht, es waren 6. So, das zünden wir jetzt an mit dem Leiter. Lol. Machen wir mal hinten mit dem Werkzeug kaufen, ne? Ein Stück weiter daneben verlegen. Ne, das behalten wir. Achso, Motorteile packen wir da, weil die so riesig sind. So. Ach, trinken haben wir. Hatten wir noch trinken? Hab ich gar nicht geguckt. Mehr voll haben, ne? Ja, sehr schön. Jetzt rein auch, warte mal, wir haben Leben gereckt, ne? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, und jetzt bauen wir ein, warte, wie baut man das noch? Eine Foundation, 8 Sticks, 1, 2, 3, das sind doch locker 8. So, gehen wir jetzt mal hier hin. So, 1, 2, 3, 4. Und nochmal 1, 2, 3, 4. Ich kann keine Foundation bauen. Verstehe ich nicht. Das waren doch 8 Sticks. War noch was bei Lashes? Vielleicht Lashes. Ich glaube, da haben wir ein paar Lashes drauf, ne? Gar nicht schaden. Nee. Ein Bett. Ja, da will ich ja nicht bauen, ich will ja nur... Nee. Ich will doch nur eine Foundation bauen. Dann nicht. Puh. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber gut. Da muss man mal einen Speer bauen. Ein Lash ist... ja egal. Ein Lash und ein... eine Rock Shard brauchen wir, glaube ich. Achso. Alter! Auf dem harten Untergrund? Oder einfach mal fallen lassen? Nee. Ey, das war jetzt mit Steinen. Guck ich das an, das geht nicht. Das ist nur zu schwach, das zu machen. Na, jetzt brech den scheiß Stein, Mann. Boah, das kann nicht wahr sein. Das mach ich so schnell, wie es geht mit meiner Maus. Ne, geht nicht. Gut, kein Speer. Alter, Spiel. Gut. Was ist denn die Uhr eigentlich? Es geht ja noch, es ist mitten in der Nacht. Ja, ich kann leider keine Cloths bauen. Ist doof. Aber ich könnte mir einen Tripod erstmal bauen. Und da brauche ich auch noch einen Lash, ne? Dann kann man nämlich auch die Potatoes machen. Gut, aber dann würde ich doch mal sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen wunderschönen Resttag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, und ich guck mal nach, ob meine Foundation baut.